Hey Leute, was geht ab? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie geht's euch da draußen? Ich hoffe, euch geht's gut. Und zwar habe ich von der Firma Wertmann etwas sehr Cooles zur Verfügung gestellt bekommen. Erstmal recht herzliches Dankeschön dafür. Wenn ihr YouTuber seid oder Streamer seid oder Gamer seid oder Bildbearbeitung macht oder Videobearbeitung macht oder ihr macht vielleicht sogar Musik, dann werdet ihr sehr viel Kabel bei euch zu Hause rumliegen haben oder in der Gegend rumflacken haben. So wie ich will euch das Ganze mal zeigen. Wenn es bei euch genauso aussieht oder vielleicht sogar etwas schlimmer als bei mir, ich werde euch das Ganze mal so zeigen. Also wie ihr seht, ich habe ja schon relativ viel Kabel. Wenn es bei euch noch schlimmer aussieht, dann habe ich folgende Lösung für euch. Und zwar habe ich hier von der Firma Wertmann Kabelschläuche bekommen. Jetzt werdet ihr mich fragen, was hat dieser Kabelschlauch? Dieser Kabelschlauch hat vernähte Klettverschlüsse. Dann, dieser Kabelschlauch ist individuell einstellbar. Das heißt, ihr könnt den Kabelschlauch hier einfach, wo ihr wollt, abschneiden. In der Länge, in der ihr ihn braucht. Und also ich muss sagen, er fühlt sich sehr hochwertig an. Das tut er wirklich. Also ich laber keinen Scheiß. Der Klettverschluss ist wirklich extrem gut aufgenäht oder drangeklebt. Hier könnt ihr das sehen. Also der ist wirklich, das Material, also der Schlauch selber ist circa, ich würde mal sagen, so 2 bis 3 mm dick. Ja, so, also ja, 2 mm ist das schon dick ungefähr. Also ich lese das jetzt nicht von der Verpackung ab, sondern ich sage euch das, dann ist hier ein relativ weicher Stoff. Dann, was ich sehr gut finde, also die Grundidee finde ich sehr gut, dass man hier einen sogenannten Spender hat. Dass ihr das einfach rausziehen. Ihr müsst halt hier ein bisschen festhalten, weil wie ihr seht, mir ist das hier schon kaputt gegangen. Also ich zeige euch das mal hier an einer verschlossenen Box. Ihr macht hier einfach auf und dann könnt ihr den Kabelschlauch rausziehen. Also, dann lesen wir mal ganz kurz zusammen. Der flexible Kabelschlauch von Wertmann aus Neopren mit einstellbarem Durchmesser, Länge und Breite kinderleicht zuschneidbar, Kabelzugänge können beliebig hinzugefügt werden und zweifarbig verwendbar. Also, das bedeutet, ihr könnt entweder, wenn ihr Lust habt, die weiße Seite benutzen oder die schwarze Seite. Bei beiden Seiten sieht man den Klettverschluss nicht. Dann führe ich das hier durch, okay? Dann mache ich einfach so den Klettverschluss zu. Und schon habe ich die weiße Seite nach außen. Ja? Wenn ich jedoch die schwarze Seite haben möchte, lege ich das Kabel hier rein, benutze den Klettverschluss und mache ihn so zu und habe die schwarze Seite nach außen. Ich persönlich finde das sehr gut, also es bleibt auch nichts kleben, weder bei weiß noch bei schwarz. Finde ich wirklich saugeil. Also hier seht ihr keine Fussel oder sonstiges. Man hat auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt Kabel hier drin habe, okay, wartet mal, ich drehe mal kurz die Box hier um, so, damit ich die weiße Seite oben habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, Kabel hier drin habe, dann kann ich auch durch den Klettverschluss durch, also zum Beispiel hier ein Kabel raushängen lassen, dann kann ich hier ein Kabel raushängen lassen. Also ihr könnt, wenn ihr mehrere Kabel habt und ihr wollt die an verschiedenen Stellen raushängen lassen, dann könnt ihr die auch wirklich an verschiedenen Stellen raushängen lassen. So, das Ganze wurde natürlich zur Verfügung gestellt von der Firma Wertmann. Ja, von der Firma Wertmann. Und der Hersteller ist ein Herr Felix Wempe in Hannover. Die haben mir auch 5 weitere davon zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, ich habe 2 weiße und 4 schwarze. Ja, eins werde ich behalten für mich, ist ja klar. Weil die haben ja auch eins für mich gegeben und 5 zur Verlosung. Mich würde mal aber interessieren, ob das weiß. Ah, okay, das ist auf beiden Seiten weiß. Jetzt werdet ihr euch aber fragen, wann und wie können wir das gewinnen? Das kann ich euch gerne verraten. Wann könnt ihr das gewinnen? Nächste Woche Freitag. Wo könnt ihr das gewinnen? Bei mir auf meinem Twitch-Kanal. Ihr müsst allerdings natürlich ein Follower von mir sein. Und ihr müsst Minimum 2 Stunden Watchtime haben. Passen wir mal zusammen. Also, von meiner Seite aus ein recht herzliches Dankeschön der Firma Wertmann. Ich werde den Artikel von Amazon, die gibt es leider nur auf Amazon, die haben leider keine eigene Webseite, werde ich in der Infobox unten, ja, klick da unten auf mehr Anzeigen, klickst du da unten, los, klick schon, mach schon, klick jetzt, los, klick, mach, klick. Dann werdet ihr meinen Twitch-Kanal finden, auch ebenfalls in der Infobox.
Infobox, hast du schon geklickt? Hast du schon geklickt? Hast du schon geklickt? Ich hoffe, du hast geklickt. Und dann werde ich die 5 Stück, die mir von der Firma Wertmann zur Verfügung gestellt wurden, live auf meinem Twitch-Kanal verlosen. Und dann für alle, die sich für Racing interessieren, also auf Konsole oder PC, habe ich noch Folgendes für euch. Die Firma Wertmann hat ein bestimmtes Racing-Team. Dieses Racing-Team heißt NJB Performance. Dazu werde ich euch die Seite auch unten in der Infobox verlinken in meinem Video. Da könnt ihr natürlich gerne mal vorbeischauen, wenn ihr diesbezüglich Interesse habt, und könnt ihr auch mal ein Follow da lassen oder ein Abo auf YouTube. Also, welche Infos findet ihr jetzt in der Infobox? Ihr findet den Artikel der Firma Wertmann von Amazon als Link. Ihr findet meinen Twitch-Kanal, an dem nächste Woche Freitag die Verlosung stattfindet. Und ihr findet einen Link zur NJB Performance, falls ihr euch für Racing-Sachen interessiert. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen über ein Abo auf YouTube oder ein Follow auf meinem Twitch-Kanal. Und wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Nicht runter. Nein. Macht nicht Daumen runter. Daumen runter ist nicht... Ja, hör auf damit. Okay, macht es nicht. Ich schwöre. Macht es nicht. Okay, hör auf. Hör auf, macht es nicht. Gib Daumen hoch oder gib gar keinen Daumen. Aber gib nicht Daumen runter. Okay? Ansonsten, das war's von mir. Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Einschalten und für eure Zeit. Macht es gut. Bis dann, euer Bam.